Also wir haben im Moment leider alle Ingredienzien angerührt für eine Eskalation, für eine geopolitische Eskalation erster Klasse. Es ist Politik gemacht und es ist Absicht. Ich bin überzeugt, dass wir in 2 Jahren eine ökonomische Katastrophe haben werden, die so groß ist, weil ja auch die Ampel alles tut, um meine Prognosen zu erfüllen. Ja, man hat gerade den Wohnungsmarkt ruiniert mit einem Heizungsgesetz, das in 7 Jahren 31 Millionen Tonnen CO2 einsparen soll, was die Menge an CO2 ist, die China an einem Tag ausstößt. Ich meine, wir haben ja ein Lehrbeispiel von diplomatischer Inkompetenz zur Außenministerin gemacht. Was du von den Altparteien und der Ampelregierung aktuell hältst, wissen wir ja. Aber wie lange wird dieses System noch bestehen, wie wir es heute kennen? Weil wir sehen ja augenscheinlich, dass gegen die Bevölkerung regiert wird. Wir sehen, dass die Parteiversprechen, die Wahlversprechen gebrochen werden. Man wirbt mit keine Panzer oder Waffen für Kriegsgebiete von den Grünen, das noch zu den letzten Bundestagswahlen. Und jetzt sind sie die Ersten, die vorne mit an der Front. Man kann sich darauf verlassen, dass das, was auf den Wahlplakaten steht, die Ankündigung des Gegenteils ist. Am liebsten sind mir die Plakate von Scholz vor der Wahl. Respekt für dich. Und ich sag mal, wenn jemand sich mit seinen Auftritten über die Opfer seiner Politik beömmelt hat, anders kann man das ja nicht mehr sagen, der lacht die ja regelrecht vor laufender Kamera aus. Es ist ein Disrespekt gegenüber den Leistungsträgern, aber auch gegen den sozial Benachteiligten in diesem Land. Sowas habe ich in meiner Erinnerung als politisch denkender Mensch noch nicht gesehen. Ja? Dann das Grüne Parteiprogramm für ein Land, das funktioniert. Was bitte funktioniert in diesem Land noch, seit die Ampel dran gekommen ist? Oder keine Waffen in Kriegsgebiete da, das hast du gerade schon erwähnt. Oder für bezahlbare Wohnungen. Ja, man hat gerade den Wohnungsmarkt ruiniert mit einem Heizungsgesetz, das in 7 Jahren 31 Millionen Tonnen CO2 einsparen soll, was die Menge an CO2 ist, die China an einem Tag ausstößt. Und man hat also im Grunde genommen jetzt mit einem einzigen Gesetz das Versprechen vom günstigen Wohnraum im Land einfach mal vernichtet. Mal abgesehen davon, dass der Wohnraum, der da ist, nur noch für Leute zur Verfügung gestellt wird, die es irgendwie mit Hilfe von Schleppern übers Meer schaffen. So scheint es zumindest bei der Bevölkerung anzukommen. Und so nehme ich es auch wahr. Wenn die Gemeinden Sozialwohnungen bauen, nicht für Deutsche. Das muss man sich mal geben. Ja, ist krass. Das heißt, also, sie bauen Sozialwohnungen und dann hängt ein Schild da, sie brauchen sich nicht zu bewerben, die sind nicht für Deutsche. Was glauben diese Leute eigentlich, wie das bei Menschen ankommt, die kein Dach über dem Kopf haben und sich nichts mehr Vernünftiges leisten können? Ja, das ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. Und wenn die Menschen erstmal sich darüber im Klaren sind, dass das kein Unglück ist, was vom Himmel fällt, wie irgendwie ein schlechtes Wetter, eine Überschwemmung, ein Hagelsturm oder eine Missernte, sondern dass es menschengemacht ist. Es ist Politik gemacht und es ist Absicht. Wenn sie sich darüber erstmal klar werden, dann wird ihnen auch klar, dass sie diese Leute abwählen müssen. Und der Tag kommt. Der ist nicht mehr so fern. Ich bin überzeugt, dass wir in 2 Jahren eine ökonomische Katastrophe haben werden, die so groß ist, weil ja auch die Ampel alles tut, um meine Prognosen zu erfüllen. Dann werden wir in 2 Jahren ein aufgewachtes Volk haben, und zwar weil der Schmerz die Leute aufwecken wird, und dann ist vorbei mit der Sache. Dann wird dieses Land gründlichst reformiert, und zwar innerhalb von 4 Wochen. Und dann wird es hier wieder bergauf gehen. Aber der Schmerz scheint notwendig zu sein. Und wenn die EU weiterhin irgendeine Bedeutung haben will, dann wird sie sich entweder reformieren oder Deutschland tritt aus und dann ist sie zu Ende. Dann wird eine neue europäische Gemeinschaft gegründet, die auf den Werten beruht, der Marktwirtschaft, des Freihandels, der Zollunion, des möglichst globalen Freihandels, ja, auch der Freizügigkeit innerhalb Europas. Da bin ich all for it. Ja, aber das sind die Werte, auf denen Europa aufgebaut worden ist und nicht die Bürokratie. Diese Bürokratie hat keine Berechtigung und sie mischt sich an allen Fronten in unser Leben ein und ich sehe es nicht mehr ein. Blockchain und Verbindung mit deiner Partei, das ist der Renner, Markus. Ja. Also, das kannst also ich sag mal so, die Blockchain-Technologie ist eine super Sache. Ja. Und ich bin ganz sicher, ich habe mir das genau angeguckt, ich habe auch die Mathematik der Hash-Verschlüsselung und der Zwei-Weg-Verschlüsselung, Public-Private-Key und so weiter. Und ich weiß ganz genau, dass man damit ein perfektes, betrugsfreies Wahlsystem etablieren könnte. 100%. Allerdings nicht, indem man einfach auf eine Blockchain umstellt,
sondern indem man eine Kombination von Blockchain und physischem Papier, was ausgedruckt wird, macht, wo dann der Wähler nimmt eine Quittung mit nach Hause über das, was er gewählt hat. Die kann er, wenn er will, vernichten, aber er kann sie auch behalten. Und mit dieser Quittung sind Wahlergebnisse rekonstruierbar, und zwar fälschungssicher rekonstruierbar. Wenn dann irgendwo Wahl gefälscht worden ist und sei es nur um eine Stimme, dann kriegt man das raus. Und das geht eben mit Blockchain-Technologie ganz wunderbar. Das kann man auch anonymisieren. Das ist also auch das Wahlgeheimnis kann auch sichergestellt werden. Ja. Über die Hash-Verschlüsselung kann man die Authentifizierung durchführen, ohne dass der Name dran steht. Ja. Und wenn wir uns mal anschauen, ja, der Wille zur Wahlfälschung ist doch da. Hm. Ja, ich meine, wir haben in Berlin Neuwahlen bekommen. Aber obwohl die Politik wusste, dass die Wahlen nicht korrekt durchgeführt worden sind, musste sie durch ein Gerichtsverfahren zur Neuwahl gezwungen werden. Das heißt, die haben in dem vollen Wissen, dass sie kein Mandat des Souveräns haben, einfach rumregiert, einfach Gesetze gemacht. Das ist eigentlich ein Sachverhalt, der eigentlich einem Putsch gleichzusetzen ist. Wenn ein Politiker weiß, dass er das Mandat des Volkes nicht hat und dann so tut, als hätte er es und ohne dieses Mandat dann Gesetze macht, das ist ein Putsch-Sachverhalt. Also wir haben im Moment leider alle Ingredienzien angerührt für eine Eskalation, für eine geopolitische Eskalation erster Klasse. Und obwohl jetzt im Moment alle Augen nach Israel gerichtet sind, angesichts dieses dramatischen Verbrechens, das dort begangen wurde, glaube ich nicht, dass dort quasi die eigentliche geopolitische Problematik unserer Tage oder dieser Tage ebenfalls sich im Moment entfaltet. Sondern ich glaube nach wie vor, dass die Hauptproblematik an zwei anderen Krisenherden sich befindet. Nämlich einmal in der Ukraine. Und zwar deswegen, weil der Westen absolut nicht bereit ist, mit Russland über irgendwas zu verhandeln. Auch nicht über die berechtigten Interessen, die Russland hat. Mhm. Und das war auch vor dem Krieg schon so. Man war nicht bereit, in irgendeiner Weise die russischen Interessen zu berücksichtigen. War man nicht. Ja. Hat sich dann gewundert, dass die Sache schiefgegangen ist. Da kann ich nur sagen, jeder Realpolitiker hat davor gewarnt. Also Henry Kissinger hat davor gewarnt, Mearsheimer hat davor gewarnt. Mhm. Also alles Hochkaräter in der amerikanischen, in der amerikanischen diplomatischen Schule. Ja. Der zweite große Risikoherd ist natürlich Taiwan. Und zwar, weil es völlig klar ist, jetzt kann man auch unterschiedlich darüber nachdenken. Und ich bin bestimmt kein Freund der Kommunistischen Partei Chinas. Bestimmt nicht. Aber eins muss uns klar sein, dass die Chinesen durch das, was im 19. Jahrhundert passiert ist, nach 100 Jahren Unterdrückung durchs europäische Ausland, wo wir also im Grunde genommen Krieg in China geführt haben als Europäer, um die zu zwingen, den Import von Rauschgift zu legalisieren. Die Opiumkriege waren Kriege, mit denen man China gezwungen hat, den Import von Opium und Rauschgift in das Land zuzulassen, was die ganze Jugend Chinas im 19. Jahrhundert vergiftet hat. Das haben wir gebracht als Kolonialmächte. Die haben das nicht vergessen. Das muss uns klar sein. Und deswegen sage ich, das sind die Hauptkonfliktherde. Und wer sich mit der Frage auseinandersetzt, wie diese Konfliktherde entschärft werden können, der muss sich auf die Geschichte konzentrieren und muss fragen, was treibt diese Leute zu Recht oder zu Unrecht an und muss sich in ihre Schuhe reinversetzen. Und unsere Diplomatie hat es ja komplett verlernt, sich in die Schuhe anderer reinzuversetzen. Ob das die Chinesen sind, ob das die Russen sind, ob das andere unserer Partner sind. Ich meine, wir haben ja ein Lehrbeispiel von diplomatischer Inkompetenz zur Außenministerin gemacht. Mhm. Die ist ja nur der Gipfel oder der Ausdruck der diplomatischen Ignoranz. Ich meine, wenn man sich überlegt, was die da so bringt, Russland mal so zwischen Tür und Angel den Krieg erklären, Herrn Xi zum Diktator erklärt, der mag ja ein Diktator sein, das mag ja sein, dass sie das denkt, aber das hat sie als Chefdiplomatin überhaupt nicht zu sagen. Und dann noch nicht mal in der Lage zu sein, zu sagen, okay, ich habe mich da vergaloppiert. Nein, arrogant dran festzuhalten. Die ganze Welt lacht über die mittlerweile. Ja, über Deutschland. Ja? Also das ist... warum haben wir nicht gleich Genghis Khan zum Außenminister gemacht? Ja? Also wenn wir müssen uns wirklich, also bei der ganzen Frage Krieg, ja, weil das war ja die Frage, ja, da die Gefahr besteht, aber die besteht vor allen Dingen, weil wir als Westen komplett arrogant und ignorant geworden sind und weil wir überhaupt nicht mehr darauf hören, welche Signale andere uns senden. Dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn uns das irgendwann mal geostrategisch so richtig ins Gesicht fliegt.
Ich sage herzlichen Dank, Markus. Es war mir eine ganz große Erde. Dito. Erde. Ich bin schon ziemlich durch. Also in diesem Sinne, euch allen, gebt uns bitte mal Feedback. Folgt Markus auf Twitter, folgt Markus auf seinen Kanälen, folgt auch uns gerne, unterstützt uns. Ihr seht, die Reichweite wird größer. Ich habe gerade zwischendurch eine Nachricht bekommen, es waren 25.000 Menschen drin. Kann man nichts sagen an so einem Abend, oder? Das ist ganz okay, ein Fußballstadion. Genau, an einem Abend. Ja. Also in diesem Sinne, macht's weiter so. Bleibt gesund, wir halten zusammen. Bis bald. Ciao.